Welt, ich grüße euch. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt-Sachsenhausen, im Herzen von Europa, direkt am Schweizer Platz, in der wunderbarsten Stadt überhaupt. Kommt vorbei und besucht mich in meinem großartigen Lego-Lädchen. Aus der Serie, der Held präsentiert euch uraltes Zeug, noch versiegelt und original verpackt. Ein tolles Superhero-Set. Spider-Man, Green Goblin in einem Dring, Final Showdown, alles dabei. Von 2003, also auch 11 Jahre alt, ähnlich wie das Space Shuttle aus einem anderen Video. 350 Teile. Und was für Teile. Ja, großartige Sachen, die es auch nicht mehr in der Form unbedingt gab. Natürlich jetzt mal abgesehen von den Figuren, die ja dann immer ein bisschen exklusiv sind, werden ja immer leicht verändert und noch auf den Markt gebracht. Ein super Sammlerstück. Das glänzt da immer mit der Sonne. Wenn ich das ein bisschen schräger halte, vielleicht glänzt es weniger. Ansonsten kann ich auch mal so durchgehen, dann könnt ihr euch das mal angucken. Dann glänzt es immer mal von der anderen Ecke, könnt ihr mal alles sehen, was das so ist. Und ich kann auch noch ganz toll um die Ecke lunzen, es ist alles dabei. Es ist ein großartiges Set. Es ist in einem guten Zustand. Also wirklich in einem guten Zustand. Natürlich, Moment, wo sind sie? Auf der Seite. Hier die Stellen. Wunderbar. Komplett unbeschädigt, da passiert gar nichts. Die sind absolut top. Es hat, ich würde mal sagen, leichteste Lagerschäden. Also, hier ist so ein kleiner Knick. Hier oben ist eine etwas größere Ecke. Und das ist es gewesen. Die Packung damals war noch nicht so super hochglanz wie heute, die Superhero Sets. Deswegen ist ein bisschen matt, das soll auch so sein. Aber ansonsten ist es wirklich gut. Also 11 Jahre alt, ist jetzt nicht irgendwie Watte gepackt gewesen, aber wurde jetzt auch nicht wild im Lager hin und her geschmissen. Von daher ist es in Ordnung. Das sind die Figürchen, die dabei sind. Moment, ohne dass es glänzt vielleicht. Habt ihr mal hier den kompletten Überblick. Super Figürchen. Es ist wirklich schön. Es ist ein schönes kleines Set. Ich würde es ja gern aufbauen, aber ich kann ja ein 11 Jahre altes Paket nicht einfach mal aufreißen, um es euch mal zu zeigen. Vielleicht kriege ich es irgendwann mal gebraucht rein, ist nicht so irrsinnig wahrscheinlich. Dann könnte ich euch ein bisschen mehr davon zeigen, auch mal alles von allen Richtungen etc. Aber hier ist es auf jeden Fall original verpackt, ungeöffnet, Bestzustand. Ganz großartig. Für Fans ein tolles Ding, für Sammler natürlich sowieso. Da kribbelt es dann gleich. Ist halt die Frage, ob man sich so unbedingt kaufen muss. Ah, hier ist es. Mal zum Angucken, mal zum Wissen, dass es das gab. US-Box, also sowieso Limited Retail bei uns. Kommt vorbei, guckt es euch an, ich freue mich. Habt natürlich auch alle aktuellen Superhero-Sets, ist klar. Und auch die einzelnen Figuren separat, falls ihr nicht das ganze Set kaufen wollt. Schreibt mir eine E-Mail, einen Tag später habe ich die Figur wahrscheinlich da oder ich habe sie auch gleich, je nachdem kann ich euch ja antworten drauf. Bevor ihr die irgendwo sonst kauft, eine Versandzahl oder irgendein Unsinn. Kommt zu mir, ich freue mich, macht's gut.